Willkommen zurück. Wir sind immer noch in dieser gemalten Welt von Iris. Dieser Ort gefällt mir nicht. Und müssen, ja, ihre Erinnerungen wiederherstellen, gegen ihre Ängste kämpfen. Schlafgemach. Blutverschmiertes Handtuch. Das Handtuch hat Blutflecken. Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch benutzt. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Irgendwie extrem creepy. Noch eine verschwommene Erinnerung. Frisch. Obstschorle. Wie eben erst gewaschen. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Nee. Da fehlt doch was. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Hm. Okay, nochmal angucken. Das stimmt noch nicht. Traubenäpfelschorle, ich weiß nicht, ob es automatisch richtig platziert. Das lebende Bild. Apfel nach rechts. Das gehört hierhin. Der Kelch war in der Mitte. Vielleicht hierhin. Und die Trauben waren links. Müsste passen. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd. Hallo, Albtraum. Oh!
War echt nice gemacht, das muss man wirklich sagen. Meister von Evereks Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Aha. Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Die Tore der Mysterien zwischen den Welten, die Bibliothek eines Okkultisten. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Kreidestück. Blut? Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Puh, Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Ich hoffe mal so. Was ist hiermit? Kein Fünkchen. Und so? Nein, ich hab's verbockt, schätze ich. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Udoyanum Feus, Soba Camisa Iala, Soba Camisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Schnell! Lösch die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Oh, Scheiße. No! Was für einen Pakt hat er denn noch gemacht? Verdammt. Mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Na toll. Olgiert, Iris und ihr Vater. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bier humpen, aber es war Wodka drin. Leer, bis auf den letzten Tropfen. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Nee. Ehevertrag.
Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. Jetzt sieht er schon so vernarbt aus. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Das ist dieser Fluch irgendwie mit seinen Narben verbunden. Ist der Spiegelmeister vielleicht ein Dämon, den er beschworen hat? Das könnte noch sein. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Eine Platte. Eine große Tonschüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Krallenspuren. Die kleine Schüssel für die Mieze? Die größere... Was ist das noch? Tierhaare. Die größere Schüssel für Hundi? Das war wohl deins. Passt perfekt. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Everek hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Ja, da bin ich gespannt, was die größte Angst ist.
Der Tod, meine oder? Liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und dich nur an die guten Zeiten erinnern. Olgierd. Voll die Silent Hill Viecher sind das, ey. Uah. Boah, das ist echt wie Silent Hill. Brutal. Autsch! Also, ein Hexer beerdigt. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose.
Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer Aha. ist er? Und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren, wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Okay. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut? Weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierds Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Glas? Leb wohl.
Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Ich habe sogar das Gefühl, der wahre Bösewicht ist der Spiegelmeister. Das ist mit Sicherheit irgendein Dämon oder sowas. Na gut, dann hätten wir das auch geschafft. Und ihr wisst, weiter geht's in der nächsten Folge. Macht's gut.